Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder wahrscheinlich verpisst euch. Guten Abend, liebe Leute. Ihr wisst ja, ich war auf der Hamburg-Reise nicht nur bei den Außenseitern. Nein, ich war auch bei... Ich kann mittlerweile... Ich bin bereit für mein Ziel! Ja! Simon, der Missgeburt. Das ist ja... Kelly? Verpiss dich! Naja, und danach haben wir eine ganz normale Runde von seinem Scheißdreck aufgenommen, von irgendeinem komischen Let's Play Game mit diesem Drecks Minecraft. Welcome to another round. Guten Morgen, guten Mittag, oder? Guten Abend. Ohne Witz, Leute, ich sage euch eine Sache. Bevor wir überhaupt hier angefangen haben, ne, ich habe die ganze Zeit schon richtige Lachplays, einfach weil der Typ hier so behindert ist. Ich bin bereit! Warte kurz, ich bin mein Ziel! Na geht's los! Jo! Naja, man muss sagen, Simon ist wirklich sehr talentiert, wenn es um das Thema Zusammenreißen geht. Wir wollten danach noch ein kleines Interview führen. Hat auch ziemlich gut geklappt. Bist du zum Lachen da? Bist du zum Lachen da? Ich meine, erstmal, wir haben schön essen in Köln. Ja, hab ich erstmal gezeigt, Nico. Hier gibt's leckeres veganes Essen. Ja, leckeres veganes Essen. Also, wir waren lecker essen, ja. Und dann gab es da so Curry und er so, nein, die Fette sind nicht safe, ich brauche Sachen mit so. Bisschen räumlich. Ja, Leute. Der Simon und ich waren heute, Simon, was haben wir heute gemacht? Komm, erzähl mal, was wir gemacht haben heute. Wir waren heute mit dem Norbert unterwegs. Sollen wir es mal holen? Nee. Also, liebe Leute, wir waren heute longboarden. Der Simon hat mir das ganz toll beigebracht, weil mich hat es wahrscheinlich nicht auf die Fresse gehauen. Er hat das Longboard von Tadel bekommen. Oh, war schon nicht schlecht. Ja, gut, ich meine. Hab ich gesagt, dass ich Longboard fahren kann? Ja, gut, ha? Das hab ich. Beim Umschalt ist genau wie bei allen anderen Dingen. Zu viel ist nie gesund. Ist das jetzt gerade dein Ernst, Sascha? Ist das jetzt gerade dein Ernst? Nun gut, ich denke, der ein oder andere kann sich nach diesem Video schon denken, dass die Aufnahmen wohl oder übel von Simon und mir ziemlich lehrreich und natürlich auch sinnvoll waren. Aber Leute, ist gar kein Problem. Ihr wisst ja immer, wie ich denke. Ihr müsst immer gucken, dass ihr... Nicht negativ, ihr müsst gucken, dass ihr immer wirklich im Kopf positiv... Verpiss doch!